willkommen zur nächsten Ausgabe des FIFA Talks. Jetzt ist, wie darf ich dich jetzt eigentlich nennen? Cash Money Erkan ist ja nicht mehr. Nee. Also Cash Money Erkan ist jetzt nur noch bis Ende Mai und am 1. Juni bei der Gewerbeveranstaltung werde ich unter meinem richtigen Namen Erkan Sulzani antreten. Erkan Sulzani. Nochmal ausgesprochen, damit das jeder auch kapiert. Lasst euch überraschen. Also ab sofort trittst du unter deinem echten Namen an? Genau, mein Geburtsname. Wie kam es zu dieser Entscheidung? Warum hast du dich dazu entschieden, nicht mehr als Cash Money Erkan aufzutreten? Also ist Cash Money Erkan erwachsen geworden? Nee, also es geht nicht darum. Also Cash Money Erkan war schon immer erwachsen, aber Menschen brauchen Veränderung. Und ich wollte mich jetzt in einer Richtung verändern. Seit 10 Jahren bin ich jetzt unter dem Namen Cash Money Erkan aktiv und dann dachte ich mir jetzt, okay, machen wir jetzt einen Cut. Vor allen Dingen jetzt mit dem neuen Stable, die Blutsbrüder, passt es ganz gut, dass ich meinen echten Namen benutze. Und jeder, der mich von 4 Blocks kennt, weiß, dass da auch bei dem Abspann mein echter Name stand und nicht Cash Money Erkan. Du bist sozusagen auch die berühmteste Kartoffel in Deutschland. Ich bin die berühmteste Kartoffel und diese Kartoffel kann auch gut schälen auf jeden Fall. Also, okay. Mit der Kartoffel ist nicht zu spaßen, sage ich dir. Ich finde es schade, dass du bei der letzten Staffel nicht mehr dabei sein wirst. Oder gibt es ein Flashback oder sowas oder darfst du nichts verraten? Also es gibt, soweit ich es jetzt gehört habe, kein Spin-off, kein Flashback. Also bis okay. Jetzt gar nichts. Es gibt leider bis jetzt nichts jetzt zum Tod von Kartoffel. Die Produzenten kamen halt zu mir und meinten, wäre das okay, wenn du jetzt in der zweiten Staffel stirbst. Müssen wir kurz darauf eingehen, du bist mit dem LKW gefahren? Genau, mit dem LKW dann gefahren. Dann kamen die Tschetschenen? Und haben mich abgeknallt. Aber genau. Ich habe da auch einen mitgenommen und von daher. War es okay, oder? Eins. Ja, war vollkommen okay. Die Produzenten kamen und meinten, ja, wie sieht's aus, bei der zweiten Staffel wirst du sterben, bist du damit einverstanden? Und natürlich muss man da professionell reagieren, natürlich. Und die fanden halt diese professionelle Reaktion von mir sehr, sehr cool, weil die das nicht von den anderen gewohnt sind. Es gibt doch viele Schauspieler, die das halt nicht wollen oder nicht damit einverstanden sind. Nee, bei mir, ich habe gesagt, okay, weil dadurch wurden die anderen Folgen halt spannender, weil einer von den Hamadis gestorben ist und dadurch wurden die anderen Folgen spannender. Deswegen... alles für 4 Blocks. Deswegen kam der Tod. Wie bist du dazu gekommen? Das habe ich dich, glaube ich, noch nicht gefragt. Wie ich dazu gekommen bin, das war halt was heißt merkwürdig, aber halt Zufall? Auch Glückssache auch. Das Ding war halt, die Stuntmänner, Rainer Werner und Tom, hatten sich mit den Regisseuren getroffen. So. Und Rainer Werner und Ahmed sind sehr, sehr gute Freunde. Deswegen hat Ahmed mir einfach gesagt, also empfohlen, ey, geh mal mit den beiden mit, die treffen sich mit dem Regisseur von 4 Blocks. Da bin ich einfach mitgegangen und der Regisseur bräuchte einen großen, stabilen und meinte dann zu mir, was kannst du denn, was machst du denn so? Ja, ich meinte, ich habe 4 Jahre Taekwondo betrieben, jetzt mache ich seit Jahren professionelles Wrestling. Ja, er sagt, zeig mir mal einen Griff, weil er war auch Boxer. Mhm. Und da habe ich ihn halt in Griff genommen. Hat er kurz keine Luft bekommen und meinte dann zu mir, okay, alles klar, du bist dabei. So, das war so meine Bewerbung so zu 4 Vlogs. Und, ja. Da waren ja mehrere dabei, also von der GWF. Also Ahmed war dabei, ja. Mit dem Messer in der Zelle dann, in der 2. Staffel, glaube ich. Ja, Ahmed war auch in der 1. Staffel kurz zu sehen, aber ganz, ganz kurz. Ganz, Spalter ganz kurz. Meine ich auch, oder? Genau, Spalter war jetzt bei der 2. Dann Kevin Lazar, also der jetzt auch hier bei der GWP heute ist. Onur Dalar war auch mit dabei. Also es waren sehr viele Gewerfler mit am Start, auch Crazy Sexy Mike. Und die haben halt Bock mit uns zu arbeiten, weil die sehen dieses Professionelle, was wir halt bringen. Wir kommen, machen und gehen. Das ist unser Job. Das finden die halt gut. Aber das ist unglaublich, wie 4 Blocks durch die Decke geschossen ist, oder? Klar. Also ich bin total überrascht gewesen. Ich habe die ersten 2 Folgen gesehen. Und wie hat es dir gefallen? Ich habe alle 2 Staffeln zu Hause. Warte okay. Auf die 3., wie du wahrscheinlich auch. 3., ja. Ja. November. Ja. Dann geht es endlich weiter und ich hoffe, dass es möglichst viele Folgen sind oder vielleicht dann wenigstens eine dabei ist, die richtig lang geht. Soll ich die spoilern? Du darfst sagen, wie viele Folgen das sind. Alles gut. Was du sagen darfst? Es werden 6 Folgen. Okay. Bei der 3. Staffel, aber die 6 Folgen werden auf jeden Fall böse und hart, also noch böse und noch härter als die ersten beiden Staffeln. Also wirklich, die 3. Staffel wird ballern, weil das auch die letzte wird, deswegen. Ja, vor allem hat er ja gegen Ende der letzten Staffel Frau und Kind verloren, ja. Nee, er hat nur seine Frau und... Warst du die Frau?
seine Frau wurde abgeknallt und okay. Er wurde auch abgeknallt. Ja, sei gespannt, wie es in der dritten Staffel weitergeht. Es wird absolut zu empfehlen, auf jeden Fall 4 Blocks. Das ist sehr krass zu empfehlen. Und du hast mich jetzt ja gerade gefragt, wie es durch die Decke ging. Ich denke mal, also so wie ich es gehört habe, ich will jetzt auch nicht lügen, dass da die 6 Folgen erstmal Testfolgen waren. Mhm. Das heißt, die haben das nur getestet, wie das halt rüberkommt. Und da das halt so authentisch rüberkam, man hatte auch sehr viele authentische Leute mit dabei und ja. Die wussten auch, was sie machen. Es gab sogar das Drehbuch. Die haben das Drehbuch durchgelesen und meinten, nein, wir würden sowas niemals, wir würden das, wie das da steht, niemals sagen, lass es mal kurz ändern. Dann war der Regisseur einverstanden und da haben die das geändert. Aber es war halt so ein Zusammenspiel mit dem Regisseur und der hat doch Verständnis für uns. Und dadurch ist halt diese Realität, ist auch realer, ja? Genau, Realität und dieses authentisch einfach besser rübergekommen. Und das hat man dann in der ersten Staffel gesehen. Also 4 Blocks im November geht's weiter. Genau. Da ist dann schon die Ausstrahlung, ja, auf Netflix. TNT-Serie, genau. Aber das Ding ist, ich bin mir jetzt nicht sicher, November, Dezember. Auf jeden Fall noch dieses Jahr mit dem Programm. Nein, das wird dieses Jahr. Okay. Ja. Du hast schon angesprochen, Blutsbrüder. Ja. Die Cash Money Mafia ist somit auch Geschichte. Genau. Und zu aller Überraschung ist jemand mit dir in einem Stable, der dich und auch Orlando schon besiegt hat und jetzt sind alle 3 Blutsbrüder. Wir sprechen von Orlando und Bad Bones. Genau. Also wie es dazu kam, es ist halt so, wir sind 3 verschiedene Charaktere. Jeder hat seine Eigenschaften, also Bad Bones, Orlando Silva, ich, wir haben alle unsere eigenen Eigenschaften, aber als Team sind wir halt interessant, vor allen Dingen als Blutsbrüder. Und wir hatten halt mit dem Team uns gezeigt, wir blieben in den Köpfen von den Leuten, obwohl wir haben nur unsere Präsenz gezeigt. Und wir waren so präsent, dass schon alle über uns reden, obwohl wir halt zusammen nicht mal ein Match hatten. So. Also es wird schon gut gehypt. Vielleicht mal für die Leute, die Mystery Mayhem nicht gesehen haben oder die Ergebnisse oder die Szene nicht kennen, wie ist das entstanden? Also an diesem Abend, was ist passiert, damit dann auch die Fans und Zuschauer gewusst haben, okay, die Blutsbrüder gibt's ab sofort, da ist was Neues am Start. Genau, also das Ding war halt, Orlando und ich waren in einem Team, aber halt so ein Mystery Mayhem Match. Und ja, da haben wir halt beide zusammengearbeitet, aber es war schon davor so, wir hatten halt davor schon was geplant. Und dann kam halt Bones rein und die ganzen Anspielungen von davor mit Scht und du bist der Nächste, das hat halt alles gezeigt. Und dann haben wir auch, was wir versprochen haben, den Leuten dann gezeigt, haben dann Bones, wenn die Leute jetzt Mystery Mayhem nicht geguckt haben, kurzer Spoiler, den Titel, er hat den Titel bekommen durch unsere Hilfe und dadurch hat man halt gesehen, die Blutsbrüder kamen, haben gesiegt und gingen wieder. Das war halt zack, zack, das ging ganz schnell und Bones hat sich den größten Titel von der GWF geholt, den World Title, dank unserer Hilfe. Und wie gesagt, es wird auf jeden Fall sehr, sehr böse und hartes Stable. Und lasst euch überraschen, ich freue mich riesig drauf, weil Bad Bones ist für mich auch einer der besten Wrestler. Ich habe auch sehr viel von ihm gelernt, auch von Orlando Silva. Man hat halt wirklich nur Top-Leute im Team und darauf bin ich ganz stolz. Bones ist ein europäisches Urgestein, ja. Definitiv, definitiv. Also der ist wirklich wrestlerisch on top. Ja. On top. Und die letzten Jahre auch so gut wie nie. Also im Ring, wie auch optisch und körperlich. Klar, klar. Also absolut in Shape und der Mann bringt alles mit. Genau, ja, der Mann genau. Bringt alles mit. Gesamtpaket. Deswegen, er bringt das Gesamtpaket und wir sind auch stolz, dass wir ihn, also wir sind alle stolz, dass wir ihn im Team haben und ja. Das die Zukunft wird zeigen, wie es weitergeht. Genau, die Zukunft wird auf jeden Fall zeigen, wie es weitergeht. Die Leute haben schon das Zeichen von uns drauf. Ja, das Zeichen, was du gerade gemacht hast. Und wie gesagt, unsere Präsenz halt, die Ausstrahlung von uns, unsere Präsenz hat alles entschieden und wir bräuchten fast gar nichts zu zeigen und die Leute haben uns schon in den Köpfen behalten. Wobei auch gut präsent seid im Social-Media-Bereich, ja, also Facebook, klar, auch Blutsbrüder, klar, ich glaube, das 5-6 Mal kommt es allein von dir am Tag. Ja, nein, natürlich, also ich meine, wenn ich was liebe und das mit Leidenschaft mache, dann kommt es halt, dann wird halt diese Posts von den Blutsbrüdern, die kommen auch vom Herzen so, weil ich diese 2 Wrestler, Orlando Silva und Bad Bones, sehr, sehr schätze und sehr, sehr respektiere und noch viel von denen lernen werde. Und wie gesagt, wir haben halt 3 Top-Athleten im Team, da kann nichts mehr
da kann man, da wird natürlich viele Steine in den Weg gelegt, aber wir werden auf jeden Fall alles wegräumen. Vor kurzem warst du nicht so gut in Shape, du hast dich verletzt. Genau. Hätte ein zweites Match gegen Kovac kommen sollen, was dann verschoben worden ist. Vielleicht magst du darauf kurz eingehen, was passiert war und wie es generell mit Kovac ist zu arbeiten. Also mit Kovac ist generell super zu arbeiten. Einer der professionellsten Wrestler. Und er ist auch menschlich top. Ich habe auch sehr viel von ihm gelernt. Also wie gesagt, ich bin jetzt in diesem Level. Ich bin nicht umsonst in diesem guten Level, wo ich auch europäisch viel Anerkennung sehe. Und das habe ich halt den Top-Leuten wie Bones und Michael Kovac auch viel zu verdanken. Aber am meisten habe ich halt meinen Trainern zu verdanken, Ahmed John, Crazy Sexy Mike. Und genau. Also mit Kovac war das halt so, er hat mir einen Finishing, ich glaube, das war irgendwie sein Finisher, Into the Face Bomb hat er mich genommen. Und ich habe halt 1,5 Monate nicht gekämpft gehabt und dann hatte ich halt Angst vor der Bomb. Eigentlich sollte man ja die Facebomb nehmen. Wenn du so einen Move abkriegst, musst du die Facebomb nehmen, ansonsten verletzt du dich. Und dann kam es halt dazu, ich habe mich verletzt. Ich bin halt zur Seite gegangen und bin volle Kanne auf meine Schulter gelandet. Also 102 Kilo auf meine Schulter. Also ich habe jetzt nicht die Facebomb genommen, sondern bin so seitlich gerutscht. Und war halt mein Fehler. Beim nächsten Mal einfach keine Angst haben und die Bomb nehmen. So. Ansonsten ist mit Kovac. Es hat dich aber auch nicht allzu lange... Ein Monat okay. habe ich gebraucht. Also die Ärzte meinten noch, braucht keine Operation, weil ich eine starke Schultermuskulatur hatte. Aber wie gesagt, war meine Schulter am Ende. Und wir sind für uns selber verantwortlich. Wenn wir vor irgendwas Angst haben, dann passiert halt sowas. Wir lernen ja die Fallübungen beim Wrestling. Ja. Wenn du die dann nicht beherrschst, dann, oder wenn du Angst hast, besser gesagt, dann passiert sowas. Aber es ist jetzt in den, ich bin jetzt seit fast 11 Jahren jetzt aktiv. Und das war jetzt einer der schlimmsten Verletzungen, so, die ich jetzt hatte. Du hast ja, bevor bei den 4 Blocks mitgespielt hast, hast du ja auch schon bei den Filmen von Ahmed und Mike mitgewirkt. Ja. Ist da noch irgendwas geplant in naher Zukunft? Weil Ahmed mal geschrieben hat, da gibt es was Neues von seiner Seite auch. Also ist es aufgrund der ganzen Stunt-Geschichten im Moment auf Eis? Ja, das ist auf Eis. Also okay. Es war halt geplant, also 3 for the Money ja. War auch ein sehr erfolgreicher GWF-Film. Und wie gesagt, das war die Dreharbeiten waren so lustig, dass man einfach wieder Bock hat zu drehen, ja. aber weil Ahmed halt so viel unterwegs ist, auch mit Stunt etc. und viel jetzt mit den Bookings macht und auch Mike, es ist jetzt erstmal auf Eis gelegt, wie du gesagt hast, aber ich denke, wenn da wieder ein bisschen Luft ist, dann für 1-2 Monate, Wochenende, 1-2 Monate bräuchte ich halt zu drehen und dann hätten wir das. Noch eine Frage zu Mike, ist jetzt er wieder da oder ist er immer noch irgendwie inaktiv? Weil ich habe ein Interview gesehen, ich weiß nicht, ob das in Gimmick war, dass er pausiert oder mal ein bisschen vom Wrestling weg ist. Ja, ja, ich glaube, der pausiert noch, aber der ist halt noch verletzt. Ich glaube, er hat noch seine kleinen Verletzungen, die er halt noch auskurieren möchte. Aber er postet halt immer Videos mit Comeback und ich sage, yes, of course. Please come back. Ich danke dir. Kann ich schon was sagen? Ja, klar. Okay. Also, danke dir auf jeden Fall für das Interview. Hat sehr Spaß gemacht, Großer. Und wie gesagt, ich wollte mich nochmal bei allen Leuten bedanken, wo ich jetzt bin, wo ich jetzt stehe, etc. Vielen, vielen Dank an die Leute, die mich bis hierhin gebracht haben. Und bleibt auf jeden Fall dran, denn der neue Erkan Suzani kommt böse und taufert euch zu. Blutsbrüder.